Ein Segen ist kein Gedanke. A blessing is not an emotion. Ein Segen ist keine Emotion. Ein Segen ist ein Stück Energie. Segen ist weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes. Segen ist also wie Treibstoff im Tank. Gerade vorhin kam eine der Teilnehmerinnen zu mir und als ich gerade das Rudraksh segnete, sie kam und fragte mich, was ist der Segen? Was sind deine Gedanken dabei? Nun, schau, wenn ich oder irgendjemand sagt, alles Gute für dich, ist das kein Segen, es ist nur ein Wunsch. It's just a wish. Wish is just a hope. Ein Wunsch ist nur eine Hoffnung. Er wird durch nichts gestützt. Ob du dir selbst etwas Gutes wünschst oder jemand etwas Gutes wünschst, es ist nur ein schöner Gedanke. Ein Segen ist kein Gedanke. Ein Segen ist keine Emotion. Ein Segen ist ein Stück Energie. Wenn du dich selbst fließend genug gemacht hast, sodass du kein gebrannter Topf bist, du bist einfach lose, dann kannst du ein bisschen davon nehmen und abgeben. Wenn du ein richtig gebrannter Topf bist, kannst du nichts aus ihm herausnehmen, weil er kristallisiert ist. So, daher, Segen ist weder etwas Gutes, noch ist es etwas Schlechtes. Es ist einfach etwas, das dich antreibt. Es ist wie Gas. Gas, in the car. Treibstoff im Auto. Oh, not you. Oh, nicht du. Ich meinte Benzin. Wenn du Benzin in den Tank füllst, kannst du fahren. Wenn du dein Auto schiebst und fährst, weißt du, wie weit es nach Hause ist? Ein sehr langer Weg, nicht wahr? Wenn du Treibstoff im Tank hast, bist du gleich da, nicht wahr? Unabhängig von der Entfernung ist das keine große Sache. Segen ist also wie Treibstoff im Tank. Es ist kein Wunsch, es ist kein Gedanke, es ist keine Emotion. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Es ist einfach Benzin. Wenn du ein fahrendes Auto willst. Aber wenn du jemand bist, der sich an einem geparkten Auto erfreut, denn ein fahrendes Auto ist gefährlich, es könnte verunglücken. Ein fahrendes Auto kann gefährlich sein, nicht wahr? Ein geparktes Auto ist definitiv viel sicherer. Ja oder nein? Viele Menschen haben sich also dafür entschieden, in einem geparkten Auto zu leben. Der Morgen wird natürlich zum Nachmittag und der Nachmittag wird natürlich zum Abend und der Abend wird natürlich zur Nacht. Der Herbst wird zum Winter zum Frühling, der Frühling zum Sommer und dann wieder zum Herbst. Es sieht so aus, als würdest du irgendwo hingehen. So viel landschaftliche Veränderung. Es ist aufregend genug. Aber wenn du etwas verrückt bist und bereit bist, dein Leben zu riskieren, um eine bestimmte Strecke zurückzulegen, dann fährst du ein Auto. Du willst ein fahrendes Auto, ein sich bewegendes Auto, nicht wahr?
Ein geparktes Auto ist ein verdammt sicheres Auto. Es ist gut. Du könntest dort sehr gut leben, kein Problem. Es ist nur, dass du nirgendwo hingehst, das ist alles. Du hast keine Absicht, irgendwo hinzugehen. Du willst nur einen sicheren Ort zum Leben. Ein geparktes Auto ist ein guter Ort, nicht wahr? Aber jetzt willst du irgendwo hinfahren. Es gibt betrunkene Autofahrer auf der Straße. Aber trotzdem willst du irgendwo hinfahren. Jetzt brauchst du Treibstoff. Segen ist also Benzin. Gasoline. It's a piece of energy. Es ist ein Stück Energie. Es sind keine guten Wünsche. Jede verdammte Sache, die ein Mensch sehen kann, habe ich gesehen. Wenn du bestimmte Grenzen überschreitest und dich in einen anderen Bereich des Lebens begibst, gibt es andere Kräfte, die versuchen werden, dich aufzuhalten. Das ist meine Angelegenheit. Wenn du mich als Unterhaltung benutzt, wird es dir leid tun. Wenn du mich als eine Möglichkeit benutzt, bist du gesegnet. Segen ist weder Gutes, noch ist es etwas Schlechtes. Besonders, wenn er von mir kommt, kommt er auf so viele Arten, die du dir nicht vorstellen kannst. Wenn du dich einen Moment lang wirklich hingegeben hast, werde ich dich hindurchführen. Das ist gewiss.